Allerdings ist er schon 6 Punkte hinten, also ich glaube, das Ding gewinnen kann er nicht mehr, aber trotzdem. Na dann lass ihn kippen. Harada, der Japaner. Bedingungen am Tisch sind okay. Ja, ja, super Sprung. Ein gewaltiger Sprung. Und er landet auch noch im Telemark. Da kann man nur gratulieren. 115,5 Meter neuer Spitzenhalter Harada. Und vieles spricht dafür, dass deine Prognose aufgeht. Die ersten drei des ersten Durchgangs können auch am Ende die besten drei sein. Ich hoffe das, denn der nächste, der oben steht, ist Jens Weißflug. 236,4 Punkte für Harada. Dem Sieger von Villach, dem zweiten von Bladitzer im Teamwettbewerb, dem dritten von Chamonix. Also der war, Villach aber auch.